Der Daytona Speedway, ein 3,8 Meilen langer Ovalkurs mit Steilkurven, ein sogenannter Nudeltopf, also ist das sportliche Zentrum der Motorradwoche. Hier fand als erster Höhepunkt das Rennen der Viertellitermaschinen über 100 Meilen statt. Tony Mang, der deutsche Meister auf dem Wege zu den Boxen. Trotz unerbittlicher Auslese qualifizieren sich immer wieder Frauen für diese männlichste aller Sportarten, Norma Bonelli beispielsweise. Tony Mang, der Bayer, hatte für eine handfeste Sensation gesorgt. In dem zweiteuersten Rennen dieses Wochenendes stand er auf der Pole Position, dem Platz des Trainingsschnellsten. Tony Mang hatte einen schlechten Start und fiel mit seiner 250 Kubikzentimeter Kawasaki auf den siebten Rang zurück. In Führung Eddie Lawson vor Freddy Spencer. 80 Fahrer auf der Piste. Nach dem Start führte der Kurs ins sogenannte Infield. Hier im Pulk hinter den Führenden mit der Nummer 340, Tony Mang, dem der amerikanische Hochgeschwindigkeitskurs ganz offensichtlich behagt. Im vergangenen Jahr war er sogar Vierter. Nach furioser Aufholjagd Tony Mang jetzt in der fünften Runde schon an zweiter Stelle. Und hier übernimmt Mang im Zenit der Steilkurve die Führung. Nur Lawson und Spencer können das hohe Tempo des Deutschen noch mithalten. Zehn Runden lang beherrschte Tony Mang seine Konkurrenten souverän. Rauchende Reifen zwangen ihn dann fünf Runden vor Schluss, langsamer zu fahren und Lawson und Spencer passieren zu lassen. Wie er hinter Lawson im ersten Fotofinish der Daytona Speedway-Geschichte doch noch Zweiter wurde, schildert Mang jetzt aus seiner Sicht. Das war hier wieder ein typischer Fall von amerikanischer List. Und die beiden, die vor mir waren in den letzten paar Runden, haben das genau gewusst. Wenn sie vorne sind, verlieren sie. Wenn ich vorne bin, verliere ich. Und das haben sie dann in der letzten Runde praktiziert, haben gewartet auf mich und haben so langsam gemacht, dass ich mehr oder weniger gezwungen war, vorbeizufahren. Und das hat ihnen dann den Ausschlag gegeben, dass ich vorne war und die beiden den Vorteil ausnutzen wollten, beim einen, dass ich glaube, beim anderen nicht vom Windschatten. Das 200-Meilen-Rennen. 80 Fahrer vor den Boxen, weniger Zuschauer als erwartet, ein schwüler Tag über Daytonas Hochgeschwindigkeitspiste. Trainingsschnellster Kenny Roberts, der Weltmeister der Halbliterklasse, auf einer 150 PS Yamaha. Und neben ihm mit identischer Maschine Freddy Spencer, gerade 18 Jahre alt, der kommende Star nach Meinung der Experten, aber auch nach Ansicht von Kenny Roberts. Ein schwacher Start für Roberts, nur Sechster im Feld. Führung für den Holländer Boot van Dülmen. Distanz 52 Runden auf dem 6 Kilometer langen Kurs. U-Turn im Infield. Van Dülmen, Cookie Pons, Spencer, Exland, Romero, Long und an achter Stelle erster Favorit Roberts mit der Nummer 2. Kein WM-Lauf dieses Rennen, aber mit 170.000 Mark der bestdotierte Motorradwettbewerb der Welt. Rennen dieser Größenordnung haben ihre eigenen Gesetze. Kenny Roberts muss schon nach fünf Runden aufgeben. Wirbelnder Dreck hatte einen Drehschieber im Vergaser blockiert. Kommentar des Weltmeisters, eine verschenkte Woche. So sicher wie erwartet hatte Jungtalent Freddy Spencer mit der Nummer 8 die Führung übernommen. Nicht nur das, der milchgesichtige Teenager hatte seine Konkurrenten inzwischen geradezu deklassiert. 20 Sekunden Vorsprung für ihn. Spencer fährt eine 750 Kubikzentimeter Zweitakt-Produktionsmaschine. Sie gehört in eine der beiden Klassen, die hier gegeneinander fahren. Die anderen sind Produktionsmaschinen mit 1000 Kubikzentimeter Hubraum. Mit der roten Flagge wird Freddy Spencers Höhenfluch abrupt gestoppt. Ein Wolkenbruch geht über den Speedway nieder. Der Renntag scheint für alle, Zuschauer und Fahrer, zu Ende zu sein.
back there by the chicane area, so I just want to go around. I'm just going to check if you want. Mr. Okay. He's in. Doch zweieinhalb Stunden später wird das Rennen mit einem Restart dort fortgesetzt, wo man es beendet hatte. Die Piste war wieder trocken. Und wieder zieht der 18-jährige Spencer unwiderstehlich auf und davon. Eine bedrückende Überlegenheit. Noch fährt der junge Amerikaner nicht in der Weltmeisterschaft mit. Doch Honda zeigt für ihr angekündigtes Comeback ins große Renngeschäft unverhohlen ihr Interesse an dem schnellen Jungen aus Louisiana. 55 Sekunden Vorsprung für Freddy Spencer. Daytona ist, wie schon erwähnt, die schnellste Motorradpiste der Welt. Geschwindigkeiten um 290 Kilometer in der Stunde vermehren natürlich auch die Unfallrisiken. Alle Stürze dieses Tages verliefen jedoch glimpflich. Gene Romero, einer der Favoriten, war der prominenteste unter ihnen. Das Rennen erfreute sich inzwischen nicht mehr ungeteilter Aufmerksamkeit. Daran konnten auch die sonst so spektakulären Tankstopps nichts mehr ändern. Das Finale geriet unversehens zum Glücksspiel. Kurz vor Schluss musste Spencer mit festgefahrenen Kolben aufgeben und Patrick Pons, der französische Weltmeister der 750 Kubikzentimeter Klasse, gegenüber Spencer schon eine Minute im Rückstand, gewann dann das Rennen. Die Zuschauer reiten heim. Born to be wild, geboren um frei zu sein. Doch ihre Freiheit wird genau in 12 Monaten zu Ende sein. Dann müssen sie nämlich wieder nach Daytona.